Es folgt eine Universalübung, die bei vielen alltäglichen Beschwerden helfen kann, zum Beispiel Sodbrennen, Aufstoßen, Bluthochdruck, Magenhochstand, Zwerchfellhochstand oder sogar Bruch. Wir stellen immer wieder in der Praxis fest, dass Organe zum Beispiel durch eine runde, gebeugte Haltung nach oben verschoben werden und die Atmung, die Verdauung und die Herztätigkeit einschränken. Bitte mal mit dem Becken genau nach vorne gehen, hier auflegen. Ihr könnt entsprechend angewinkelt erstmal ganz leicht beginnen und euch nur vom Becken her leicht vor- und zurückrollen. Für die Frauen bitte aufpassen, das Ganze nur oberhalb des Busens, damit dieser nicht komprimiert wird. Genau. Zur Steigerung können schließlich die Beine gestreckt werden und ihr nehmt das gesamte Gewicht auf, haltet aber weiterhin eure Kraft noch auf den Ellbogen mit und könnt hier so dosieren. Der Druck hier auf die Wirbelsäule bewirkt auch gleichzeitig im Übergang von Brust- und Lendenwirbelsäule eine Mobilisation und es kann hier auch mal knacken, also nicht erschrecken. Und ganz heftig wird die Übung erstmal kurz ablegen, wenn ihr die Arme nach hinten führt, vielleicht sogar nach außen rotiert und dann nach oben hin hoch geht und kurz ausrollt. Damit habt ihr sowohl die Organe komprimiert als auch den gesamten Rücken stabilisiert. Genau, vielen Dank.